Das kennen bestimmt einige von euch. Alte Topferde, in der letztes Jahr eine Pflanze gewachsen ist. Hier war letztes Jahr eine Gurke drin. Die haben wir dann, den Topf haben wir einfach runter in den Keller gestellt, weil wir dann nochmal was überwintern wollen. Hat leider nicht geklappt. Aber die Erde ist auch ein bisschen zu schade, vielleicht um wegzuwerfen oder auf den Kompost zu werfen. Ich werde jetzt ein bisschen aufbessern, damit ich wieder dieses Jahr wieder ein paar Pflanzen in diesem Topf pflanzen kann. So, wie ihr hier unschwer erkennen könnt, ist die Erde ein bisschen trocken an der Oberfläche und ja, schaut nicht mehr ganz so schön vital aus nach meinem Empfinden. Deshalb werde ich da jetzt ein bisschen Pferdemist mit reingeben, weil ich eventuell vorhabe, in den kleinen Topf eine meiner Süßkartoffeln reinzusetzen, und der Pferdemist, wenn er dann verrottet, verursacht dann nochmal zusätzliche Wärme. Von dem her passt es eigentlich sehr gut für die Süßkartoffel, weil die halt eine sehr wärmeliebende Pflanze ist. Und der schwarze Topf eignet sich natürlich auch sehr gut dafür, weil er dadurch dann nochmal die Sonne nochmal mit einfängt und nochmal zusätzlich Wärme abgibt. Okay, jetzt noch ein paar Kellen Pferdemist mit einarbeiten. Der ist auch schon gut abgelagert, der ist schon 2 Jahre alt, sehr gut verrottet. Deswegen werde ich jetzt hier alles ziemlich gut durchmischen und wühlen bis auf den Boden runter, damit sich das alles schön verteilt. Nun werde ich jetzt noch ein bisschen Urgesteinsmüll mit einarbeiten. Eine kleine Schicht davon. Das ist schon ein bisschen härter, aber ist draußen im Gartenstand der Eimer. Und ist so nass geworden, aber egal. Ist nicht ganz so schlimm. Auch wieder eine kleine Schicht oben drauf. Und auch wieder einarbeiten und durchmischen. Urgesteinsmehl sorgt auch dafür, dass der Boden vom pH-Wert steigt. Also das heißt, er wird basischer. Ist auch sehr gut für sehr viele Pflanzen. Nicht so gut für Johannisbeeren oder Himbeere, weil die einen etwas sauren Boden mögen. Aber da sind jetzt meine Erfahrungen, dass man da auch ein bisschen mit dazugeben kann. Wachsen da trotzdem sehr gut. So, und weil ich dann noch mal ein bisschen das Bodenleben zusätzlich füttern möchte, habe ich mir jetzt noch ein bisschen Grasschnitt an der Kompoststelle oder der Grünkohlstelle, wo die Leute bei mir im Dorf ein bisschen ihre Grasenschnitt und alles Mögliche abwerfen. Da bediene ich mich immer sehr gerne. Und das arbeite ich dann auch nochmal. Da versuche ich so gut wie möglich runterzuarbeiten und durchzumischen. Das hat auch ein bisschen grünes Material mit in den Kübel kommt. Ein bisschen oben drauf. Wird schon so passen. Andrücken. Weil jetzt werde ich noch ein bisschen Kompost hier oben drauf legen, damit schon mal der Topf wieder gefüllt ist. Jetzt noch im Anschluss möchte ich mit euch noch neue Töpfe befüllen. Da habe ich jetzt hier so 2 etwas größere Terrakotta-Töpfe. Mal schauen, ob da wahrscheinlich Blumen oder Kräuter reinsetzen. Da werde ich einfach nur normalen Kompost mit einarbeiten. Hier möchte ich auch wieder Süßkartoffeln mit einbringen. Und da werde ich jetzt auch alles wieder mit Kompost füllen, Pferdemist mischen, Urgesteinsmehl und auch mit dem grünen Schnitt. Einfach das gleiche Prinzip wie bei dem anderen Töpfchen, die ich gerade gefüllt habe. Aber das ist eine etwas größere Menge. Und
dann kann, ist ja der Vorteil, dass ich dann zum Beispiel hier, wenn ich die Süßkartoffel reinstelle, die auch bewegen kann. Und wenn es mal früher Frost kommt, dann könnte ich die auch zum Beispiel irgendwo in Sicherheit bringen oder in Schutz. Hier könnte ich auch gut Kurkuma oder Ingwer auch mit ein anbauen, einfach damit ich die auch wieder mit rumtragen kann. So einfach kann es gehen, alte Erde aufzubessern bzw. neue Pflanzkübel für den Balkon zum Beispiel zu füllen. Wichtig dabei ist mir, dass ich sehr viel organisches Material nutze, wie zum Beispiel Grasschnitt. Hätte ich fertigen Bokashi gehabt, dann würde ich den auch mit einarbeiten, weil der voller Bakterien und Leben ist. Weil das ist der Stichpunkt Leben, die Bakterien, um einfach das Bodenleben zu fördern. Wenn das Bodenleben gefördert wird, dann fördern wir natürlich auch unsere Pflanzen, weil die in Symbiose über die Pflanzenwurzeln gehen und dadurch kräftiger werden. Deswegen bin ich auch ein großer Fan von Bokashi. Ich werde euch in der Infobeschreibung einige Videos von mir verlinken, wie ich meinen eigenen Bokashi herstelle, was ich da alles reinmache und welche Behälter ich dann nutze, weil die sehr kostengünstig aussehen anstelle von den 60 Euro, die man im Internet erwerben kann. Aber das ist halt für mich ein wichtiger Punkt. Leben bringt Leben. Und sonst, wenn dir das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Gerne freue ich mich auch über einen Kommentar von dir, wie du zum Beispiel die ganze Sache siehst oder welche Erfahrungen du schon mit Gärtnern auf dem Balkon gemacht hast. Interessiert mich auch sehr. Und sonst freue ich mich natürlich auch, wenn du den Kanal kostenlos abonnierst und dabei auf die Glocke drückst, dann wirst du immer wieder benachrichtigt, wenn ich ein neues Video hochlade. Und natürlich freue ich mich auch, wenn ihr mein Projekt verbreitet, Freunden, Bekannten oder Familien von mir erzählt, auch von diesem Kanal. Und natürlich auch sowas auf Social Media Plattformen teilt. In diesem Sinne, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt und wir sehen uns in der nächsten Episode hier im Peace-Projekt. Bis dahin. Ciao.